Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid, dass ihr live eingeschaltet habt auf www.johlenmedia.de zur 207. Folge. Wir sind gerade mitten in Johannes 8. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie nachdem Jesus, nachdem er der Ehebrecherin vergeben hat und gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, von den Obersten, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, angegriffen worden ist mit der Begründung, du gibst Zeugnis von dir selbst. Und damit haben sie sich bezogen, erinnert euch, auf das, was anderthalb Jahre vorher passiert war, als er vor dem Sanhedrin stand. Und dann sagt Jesus ihnen, ja, in dem Fall wollte Jesus ihn nicht verteidigen, sondern wollte erklären, dass er ja ihr vergeben hat und dass er für sie da ist und dass er auch für alle Menschen da ist. Und das musste er natürlich erklären, dass er das ist, ja, und niemand anderes. Und das endete dann mit dieser Idee, dass sie gefragt haben, wer ist dein Vater? Weil er immer gesprochen hat, es gibt zwei, die Zeugnis geben. Ich gebe Zeugnis von mir und der Vater gibt auch Zeugnis. Und Jesus sagt dann, ihr kennt den Vater nicht. Wenn ihr Gott kennen würdet, würdet ihr wissen, was ich tue und warum ich das tue. Und an der Stelle wollen wir weitermachen. Und bevor wir das tun, wollen wir gerne niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir uns auf dich verlassen können und dass du nie zu spät kommst und dein Wort immer zur rechten Zeit uns gibst. Wir danken dir, dass deine Worte immer genau in unser Leben passen, wenn wir unser Herz aufmachen. So möchten wir dich bitten, dass du jetzt in den kommenden Minuten auch zu uns sprichst und dass die Worte, die wir lesen und studieren, uns helfen werden für unseren Alltag. Uns helfen werden, Vertrauen in dich zu haben und durch die Stürme dieses Lebens hindurchzugehen, weil du für uns da bist. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist und gib, dass dein Wort seine Kraft in unserem Leben entfaltet, weil du versprochen hast, dass du es gesandt hast, damit es das tut, wozu du es gesandt hast, dass es nicht leer zurückkehrt. Und dafür danken wir dir. Amen. Johannes Kapitel 8, schlagt mit mir auf, Johannes Kapitel 8. Wir haben damit geendet, dass wir gesehen haben in Vers 20, dass Jesus diese Worte beim Opferkasten geredet hat. Und wir haben gelernt, der Opferkasten, der stand im Vorhof der Frauen, also wo möglichst viele Menschen da waren, sogar die Frauen waren dort erlaubt. Und dann heißt es in Vers und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und jetzt geht's weiter in Vers 21. Wer mag mal Vers 21 lesen? Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ganz interessanter Vers. Also es heißt, nun sprach Jesus wiederum zu ihnen. Wer hat die Initiative ergriffen? Jesus. Wir haben dieses wiederum schon mal gehabt in Vers 12. Ne? Da in Vers 12 hieß es, nun redete Jesus wieder zu ihnen. Jesus hat etwas zu sagen. Er hat etwas auf dem Herzen. Er will etwas vermitteln. Nach dieser Diskussion, ihr wisst ja, es schwebt ja quasi der Todesschatten über ihn. Sie wollen ihn eigentlich umbringen. Er hätte sich auch einfach aus dem Staub machen können. Ja? Er hat etwas zu sagen. Und er ergreift erneut die Initiative, obwohl er natürlich weiß, dass was er jetzt sagt, könnte auch für weitere Kontroverse sorgen. Ja? Aber es ist ihm wichtig, was er sagt, und wir werden gleich sehen, warum. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen. Das Interessante ist, dieses Wort nun, das kann man dieses Wort nun im Griechischen müsste man eigentlich noch besser übersetzen, daher oder folglich, ja? Demnach. Und wenn es heißt, eigentlich wenn man wörtlich übersetzen würde, daher sprach Jesus wiederum zu ihnen, worauf bezieht sich das dann wohl? Dass das vorher stand. Und was stand vorher? Niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und weil das so war, ergreift Jesus jetzt die Gelegenheit. Und deswegen, weil ihn noch niemand ergreifen kann, deswegen redet er nochmal. Er redet nochmal, weil er weiß, noch habe ich Gelegenheit, ich werde jetzt nicht sterben. Sie werden mich nicht umbringen können, weil ich habe noch wie lange hat er noch? Ein halbes Jahr. Ja? Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, deswegen redet er. Und dann sagt er, ich gehe fort.
Was meint Jesus, als er sagt zu ihnen, ist ja auch ziemlich interessant, nicht wahr? Jesus sagt, pass auf, ich habe euch was zu sagen, ich gehe fort. Und dann sagt er noch mehr, er sagt nicht wahr, wohin ich komme, da werdet ihr werdet mich suchen, nicht wahr? Ihr werdet dort nicht hinkommen können, ihr werdet in eurer Sünde sterben. Eigentlich eine ziemlich bemerkenswerte Aussage. Warum sagt Jesus, ich gehe fort? Er weiß, dass er sterben wird. Dass er sterben wird? Ja? Also meint das, ich gehe vor, dass er sterben wird? Er gibt den anderen auch, vermittelt den anderen auch, es gibt einen Punkt, wo er nicht mehr da sein wird. Es wird einen Punkt geben, wo er nicht mehr da sein wird. Und wann wird er erreicht sein? Wenn er stirbt. Bei der Himmelfahrt. Wenn er in den Himmel fährt, oder? Also, wenn er in den Himmel fährt. Er greift dort etwas auf, was er schon vorher gesagt hat, in Johannes 7. Und hier sehen wir wieder, wie sehr Johannes 8 und Johannes 7 miteinander zusammenhängen. Und zwar in Johannes 7, Vers 33 und 34, wenn ich mich nicht irre, genau. Vers 33 und 34, da heißt es nämlich, da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Und nämlich wie lange? 6 Monate, ja? Ich musste gerade dran denken, einmal hatten wir das studiert, wo Jesus so ungefähr sagt, ihr kriegt mich nicht. Ja. Und das klingt jetzt für mich wieder so ganz, ganz ähnlich, wo er sagt, ich gehe fort. Das heißt ja, jetzt könnt ihr mich noch nicht fangen. Ja genau. Und das ist genau die Stelle, die wir jetzt lesen. Genau die Stelle ist das. In Vers 33, da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und da haben wir damals schon gelernt, dass Ellen White sagt, damit hat Jesus auch gesagt, ich werde dann in Sicherheit sein. Ihr versucht mich jetzt zu töten und ihr versucht mich, nicht wahr, mich zu fangen, aber irgendwann, demnächst bin ich weg und dann könnt ihr da nicht mehr hinkommen. Ich bin bei meinem Vater, ja, und der wird auf mich aufpassen sozusagen. Ja. Das Interessante ist, also Jesus sagt dieses in Johannes 8, Vers 21, ich gehe fort. Das heißt eigentlich wörtlich, ich entferne mich dann von euch. Ja, ich bin dann quasi weg von euch und ihr könnt mir dann nicht mehr folgen. In Johannes 7 hatten wir damals gelernt, das war das erste Mal, zumindest in den aufgeschriebenen Evangelien, dass Jesus von der Himmelfahrt gesprochen hat, die Himmelfahrt vorhergesagt hat und angesprochen hat. Nun, warum sagt Jesus in Johannes 8, Vers 21, ihr werdet in euren Sünden sterben? Das ist eine ziemlich drastische Aussage, oder? Er sagt, ich gehe fort. Ihr werdet mich suchen, ihr werdet mich nicht finden und ihr werdet in euren Sünden sterben. Was heißt denn das? Die nehmen ihn als Erlöser, als Messias nicht an. Das ist der einzigste Weg. Und woran konnte man sehen, dass sie Jesus als ihren Erlöser nicht annehmen? Das ist ganz interessant jetzt. Woran konnte jedermann sehen, dass sie den Jesus als ihren Erlöser nicht annehmen wollten? Gab es gerade irgendeine Situation, wo es um ja? Zeugnis geben? Ja, weil was war mit der Ehebrecherin passiert? Jesus hatte der Ehebrecherin ihre Sünde vergeben. Aber genau das wollten sie selbst nicht und genau das haben sie kritisiert. Und deswegen sagt Jesus Folgendes. Also der Kerngedanke hier ist, das gehört alles noch zur Geschichte mit der Ehebrecherin eigentlich, weil man das meistens nicht mehr studiert. Jesus sagt, ich habe dieser Frau vergeben, ich bin das Licht der Welt. Aber ihr, die ihr das nicht annehmt, werdet dann in euren Sünden sterben. Weil entweder ihr nehmt diese Erlösung an, die ich dieser Frau gerade präsentiert habe, ansonsten gibt es keine. Wenn ihr mich deswegen attackiert, wenn ihr mich deswegen angreift, wenn ihr deswegen sagt, ah, du hast dir selbst Zeugnis gegeben und so weiter, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Denn wie wollt ihr eure Sünden loswerden, wenn ihr das ablehnt? Ja? Das ist also die Idee. Wozu war Jesus gekommen? Schaut mal mit mir in Matthäus 1, Vers 23, das wisst ihr vielleicht sogar so. Sein Name ist, man sollte ihm den Namen Jesus geben, denn er soll was tun? Matthäus 1, Vers 23, das lohnt sich immer mal nochmal zu lesen. Matthäus 1 und dort Vers 23.
Verzeihung, 21, ich habe es falsch aufgeschrieben. 21, ja danke. 21, da heißt es, sie wird aber einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dazu war er gekommen. Und er sagte mir, ich bin ja vom Vater gekommen. Der Vater hat mich gesandt. Und zwar nicht, um zu richten, sondern was zu tun? Zu retten. Könnt ihr euch erinnern, dass wir das letzte Mal gesehen haben, dass er sagt, ich richte niemanden, ich bin gekommen, um zu retten. Später wird er mal richten, bei der neuen, ja, also am Ende der Zeit. Aber jetzt auf der Erde war er gekommen, um zu retten, nicht um zu richten. Und als die Menschen die Ehebrecherin vor ihn bringen, damit er sie richtet, was macht er? Rettet er sie, vergibt er ihr, weil er ja selbst die Strafe auf sich nimmt. Das ist ja auch das Gericht eigentlich. Ja? Das versucht er den Pharisäern zu erklären und sagt, wenn ihr das nicht versteht, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Ihr steht, also hier ist eigentlich, das wird mir jetzt im Laufe dieser Wochen, wo ich das studiere, richtig bewusst, hier in Johannes 8 geht es um was richtig Bedeutsames. Er erklärt quasi hier, er öffnet vor ihnen den Erlösungsplan richtig ganz ausführlich, weil meistens redet er in Gleichnissen, ja? Er redet in... Er heilt Menschen und sagt, das ist nicht wahr, und man kann daraus verstehen, was er tut. Aber hier sagt er ganz deutlich, ich habe ihr vergeben und wenn ihr das nicht annehmt, habt ihr keine Möglichkeit, Vergebung zu bekommen. Also Jesus öffnet hier eigentlich richtig den Erlösungsplan vor den Pharisäern. Und er warnt sie. Und das ist interessant, das gehört auch zur Geschichte von der Ehebrecherin. Er vergibt der Ehebrecherin und er warnt diejenigen, die das ablehnen. Schaut mal mit mir, was in Hesekiel 3 steht. Hesekiel Kapitel 3 und dort Vers 18 und 19. Das kennt ihr vermutlich auch gut. Hesekiel 3, Vers 18 und 19. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht, und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu halten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben, also in seiner Sünde sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Da sehen wir also, es gibt in der Bibel, auch insbesondere jetzt hier für den Propheten Hesekiel, aber letztendlich kann man es auch auf uns letztlich übertragen, es gibt eine Verantwortung, Menschen vor dem Ruin zu warnen. Ja? Wir sollten das tun wie Jesus, ja? Nicht wie manche, die einfach nur die Bibel nehmen und anderen über den Kopf hauen, ja? So bekehr dich, ja? Sondern wie Jesus, aber wir müssen Menschen warnen. Und das macht Jesus. Das ist interessant, nicht wahr? Jesus, die haben ja Jesus, die Ehebrecherin zu ihm gebracht, er hat ihnen die Sünden aufgeschrieben und dann sind sie gegangen. Jesus hätte dir sagen können, naja, was interessiert mich das dann, ja? Dann wollen sie halt nicht. Er warnt sie, er sagt ihnen, in diesen Sünden werdet ihr sterben, wenn ihr jetzt nicht umkehrt. Er sagt ihnen ganz deutlich, was für Konsequenzen das haben wird, wenn sie ihn nicht annehmen. Schaut mal mit mir in 1. Korinther 15. In den Sünden sterben. 1. Korinther 15. Paulus sagt hier was Interessantes, eigentlich in einem anderen Kontext. Das kann man aber dann sehr gut auf die Pharisäer beziehen und zeigt, wie sehr das auch wieder dann im Neuen Testament in unserer Zeit von Bedeutung ist. 1. Korinther 15 und dort Vers 17. Da sagt er, wer mag mal lesen? 1. Korinther 15, Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Genau, er sagt also, wann ist ein Mensch noch in seinen Sünden und wird demzufolge auch in seinen Sünden sterben? Wenn was passiert? Wenn er nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Wenn er nicht an die Auferstehung Jesu glaubt. Und man kann nur an die Auferstehung Jesu glauben, wenn man vorher was geglaubt hat? An den Tod Jesu, nicht wahr? Denn nur wenn er gestorben ist, kann er auch auferstehen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung Licht verkündet hat? Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir gesagt haben, als Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, dass er eigentlich damit deutlich gemacht hat, ich werde für dich sterben und auferstehen. Und wenn sie das nicht annehmen, also Paulus sagt, wer das nicht annimmt, dessen Glaube ist was? Nichtig und er ist noch in seinen Sünden. Also Jesus sagt damit den Pharisäern, was er eigentlich ihnen sagt ist, euer Glaube ist nichtig. Das ist eine krasse Aussage. Er sagt den obersten Pharisäern, von der selbst die Ehebrecherin geglaubt hat, dass sie so heilig sind, dass sie gleich mit dem Stein werfen werden,
Den sagt er, was ihr glaubt, ist vollkommen bedeutungslos. Mit eurem Glauben werdet ihr gar nichts erreichen, ihr werdet überhaupt gar nicht gerettet werden, ihr seid noch in euren Sünden. Und wenn ihr das nicht ändert, wenn ihr nicht an mich glaubt, werdet ihr bis ans Lebensende in euren Sünden bleiben. Also könnt ihr sehen, wie dramatisch das eigentlich ist. Das ist richtig, richtig wichtig, was Jesus sagt. Also es ist immer wichtig, was er sagt, aber das ist wirklich, man merkt richtig, wie Jesus eigentlich sagen möchte, wisst ihr nicht, dass ihr gerade auf einem Auto sitzt und ihr fahrt direkt auf den Abgrund zu und wenn ihr nicht umdreht, werdet ihr in diesen Abgrund hineinfahren. Auch wenn ihr denkt, ihr seid auf der tollsten Straße unterwegs, ihr seid direkt auf dem Weg ins Verlorensein. Was ist die Reaktion der Pharisäer? Schaut mal, was die als Reaktion dazu sagen. Johannes 8, Vers 22. Wer mag das mal lesen? Was ist die Reaktion? Da sagten die Juden, will er sich etwas selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Das ist interessant, oder? Also Jesus predigt sein Herz aus und warnt die Menschen und sie sagen, was sagen sie? Will er sich etwas selbst töten? Das Interessante ist sogar, das Griechische ist noch ein bisschen subtiler. Das Griechische sagt eigentlich wörtlich, er wird sich doch nicht etwa selbst töten. Er wird sich doch nicht etwa selbst töten, weil er sagt, wir können da nicht hinkommen. Was ist die Idee dahinter? Das ist eine ganz interessante Idee. Eigentlich ziemlich perfide auch. Also. Aber was ist die Idee dahinter? Er wird sich doch nicht etwa selbst töten. Versteht ihr, welchen Gedanken sie damit ausdrücken wollen? Das ist er nicht. Sie sagen ja, er wird sich doch nicht etwa. Die Frage ist ja, weil Jesus hat ja gesagt, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also Jesus hat gesagt, ich werde an einen Ort gehen, da werdet ihr mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Und dann sagen sie, du wirst dich doch nicht etwa selbst töten, oder? Was ist die Idee? Die Idee ist, wir Pharisäer, wir kriegen dich auf jeden Fall. Wir werden dich auf jeden Fall kriegen, weil wo solltest du denn hingehen, wo wir dich nicht finden können? Es sei denn, du würdest dich selbst umbringen. Weil wenn du dich selbst umbringst, was passiert mit einem Menschen, der sich selbst umbringt? Der ist dann verloren und da werden wir nicht hinkommen. Du wirst dich doch nicht etwa selbst umbringen wollen, weil das wäre die einzige vorstellbare Art und Weise, wie du an einen Ort kommst, wo wir nicht hinkommen, weil wir kommen ja auch in den Himmel. Ja? Könnt ihr das sehen? Das ist also super perfide. Interessant ist natürlich, schaut mal in Johannes 7, Vers 19, und 20, was noch dahinter steckt. Jesus hat in Johannes 7 schon gesagt, also wenige Tage vorher, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und doch tut keiner von euch das Gesetz, warum sucht ihr mich zu töten? Wer will hier Jesus töten? Die Pharisäer wollen ihn töten. Das haben wir die ganze, also sie wollen ja schon in Johannes 5 wollen sie ihn töten. Könnte man nachlesen, Johannes 5. Noch zwei Seiten zurück. Johannes 5, Vers 16. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Seit anderthalb Jahren wollen sie ihn töten. Und als Jesus sagt, ich werde irgendwann sicher sein, ich werde dorthin gehen, wo ihr nicht hingehen könnt, sagen sie, ja, willst du dich etwa selbst töten? Ne? Da sieht man auch eigentlich, woran sie die ganze Zeit gedacht haben, nämlich an den Tod von Jesus. Ja, das ist also sehr, sehr interessant. Übrigens, was mir auffällt, ist, die Juden haben Jesus oft nicht, also viele im Volk haben oft Jesus nicht richtig verstehen wollen vielleicht auch und haben oft eine falsche Bedeutung dann seinen Worten gegeben. Ja, erinnert euch an Nikodemus, als Jesus gesagt hat, du musst von oben geboren werden, von neuem geboren werden. Da sagt er, ja soll ich dann in den Leib meiner Mutter hineinkriechen und dann nochmal geboren werden? Ja? Oder als dann Jesus davon gesprochen hat, in Johannes 6, dass man sein Fleisch und Blut trinken soll, da haben die gesagt, was, ja, wir sind noch keine Kannibalen. Ja? Das passiert immer wieder, dass die Worte von Jesus so ungeistlich gedeutet werden und so ins Lächerliche gezogen werden. Und schaut mal mit mir in Hebräer 12, Vers 3. Und da ist jetzt eine praktische Anwendung von uns, für uns. Glaubt ihr, sowas passiert heute auch noch, dass man Menschen wirklich von Herzen warnen will und man will ihnen zeigen, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass sie verloren gehen, wenn sie Jesus nicht annehmen und man bekommt dann so richtig Spott und Verachtung entgegengeschleudert? Schaut mal, was in Hebräer 12, Vers 3 steht. Hebräer 12, Vers 3, dort steht,
Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Genau. Wer ist der, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat? Jesus. Und was sollen wir machen? Auf ihn achten. Jesus hätte jetzt in dem Moment sagen können, okay, lass mich doch in Ruhe. Ja, also was, ich meine, er wird verfolgt und er weiß, sie könnten ihn töten. Ja, sagen können, also ich gehe lieber zu den Griechen, ja, die werden wahrscheinlich begeisterter sein von mir. Aber Jesus bleibt, das Kapitel 8 hat noch fast 40 Verse. Ja, und dann kommt Kapitel 9 und dann kommt noch ein Teil von Kapitel 10. Das ist alles noch in der gleichen Szene sozusagen oder in den gleichen Tagen dort. Er hat noch was auf dem Herzen, obwohl er merkt, dass sie ihn eigentlich nur widerreden und ihm widersprechen, will er doch den einen oder anderen vielleicht noch retten. Deswegen sagt er, achtet auf Jesus, damit ihr nicht müde werdet, den Mut verliert und sagt, ach, bringt er eh nichts. Jesus hat weitergemacht. Und auch auf eine sehr feine Art und Weise, aber auch eine sehr deutliche, die er jetzt ihnen versucht deutlich zu machen, wie wir jetzt sehen werden, in Johannes Kapitel 8. Jetzt wird es richtig interessant, die nächsten Verse, also sowieso interessant, aber schaut mal mit mir in Vers Johannes 8, Vers 23. Was sagt Jesus jetzt? Johannes 8, Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Genau, also das ist sehr deutlich, oder? Also sie denken, ja, sie sind auf dem Weg direkt ins Himmelreich, ja, und Jesus macht jetzt einen ganz krassen Unterschied deutlich. Was sagt er? Er ist von oben und sie sind von unten. Und das ist ein totaler Kontrast. Jesus und die Pharisäer. Was heißt das? Er ist von oben? Vom Himmel, oder? Und das ist ein Thema, das im Johannesevangelium schon häufiger vorkam, nicht wahr? Es heißt in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Es war mit anderen Worten oben. Und das Wort wurde, Vers 14, Fleisch und kam auf die Erde. Schauen wir noch einen Text an. Johannes Kapitel 3, Vers 13. Jesus sagt, Johannes 3, Vers 13, das sagt er zu Nikodemus. Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also woher kommt der Sohn des Menschen? Vom Himmel, von oben. Und Vers, gleiches Kapitel, Johannes 3, Vers 31. Johannes 3, Vers 31. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Also immer wieder im Johannesevangelium finden wir diese Idee, Jesus kommt vom Vater. Jesus kommt vom Himmel. Er kommt von oben. Deswegen sagt Jesus, ich weiß, woher ich komme. Das ist ja sein Anliegen in Johannes 7. Johannes sagt, ich weiß ja, woher ich bin. Ihr wisst es nicht, ihr kennt Gott nicht. Ihr habt kein geistliches Verständnis. Ihr versteht gar nicht, dass ich von Gott bin. Und das muss sehr schmerzhaft für Jesus gewesen zu sein. Kennt ihr diese Idee, dass ihr etwas wisst, dass etwas wahr ist und ihr wollt es jemandem erklären und ihr merkt, dem fehlt das geistliche Verständnis, das überhaupt zu begreifen. Und er verspottet euch und er weiß gar nicht, wie falsch er liegt und ihr könnt es ihm nicht mal erklären, weil da führt kein Weg ein. Das ist sehr frustrierend. Also ich habe das manchmal schon erlebt, dass ich denke, meine Güte, ich weiß wirklich, das, was ich sage, ist die Wahrheit, aber der andere will gar nicht hören. Ja? So ging es Jesus in solchen Situationen immer und immer wieder. Er wusste ja, dass er vom Vater ist. Er kannte ja Gott. Und die haben es ihm nicht geglaubt. Die haben das gar nicht hören wollen. Nun, dahinter steckt natürlich diese berühmte Idee von, also ein Antagonismus, ein Widerstreit von zwei Ideen, die wir in der Bibel unter verschiedenen Begriffen finden, die aber immer dasselbe eigentlich letztlich meinen. Wir schauen uns mal noch ein paar Begriffe im Neuen Testament an, die immer diesen Unterschied von oben und unten oder dann Himmel und Welt ausdrücken. Schaut mal in Römer 8. Römer 8 und dort Vers 7 und 8, da werden andere Begriffe verwendet, aber es ist die gleiche Idee letztlich. Ja? In Römer 8, Vers 7 und 8, da heißt es, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also ist das Fleisch hier oben oder hier unten? Unten. Also Fleisch meint also nicht, wie immer, nicht wahr, es meint nicht hier unter der Haut, ja, das ist nicht das Fleisch, sondern ein irdischer Mensch ohne Verbindung zu Gott.
so wie die Pharisäer es waren. Philipper 3, Vers 19 bis 21. Ach übrigens, in Römer 8 ist dann der Gegensatz der Fleisch und das Geist, der Geist, nicht wahr? Der Geist tötet die Werke des Fleisches. In Philipper 3, Vers 19 bis 21, dort heißt es, Philipper 3, Vers 19 bis 21, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind wie gesinnt? Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht ist aber wo? Im Himmel. Also das ist irdisch hier, ja? Also ich schreibe mal noch hier in die Richtung. Irdisch. Und was heißt Bürgerrecht? Was heißt Bürgerrecht? Was ist das eigentlich? Ja, die griechische Bedeutung heißt eigentlich wörtlich, das ist unsere Heimat. Unsere Heimat. Da bin ich zu Hause. Das Bürgerrecht. Die Frage ist also, bin ich in dieser Welt zu Hause, mit all ihren Dingen, die dieser Welt gehören, oder bin ich eigentlich im Himmel zu Hause und ist Gott mein Vater und denke ich geistlich? Das sind zwei völlig verschiedene Ebenen, die sich nicht miteinander mischen. Paulus sagt, Geist und Fleisch kämpfen miteinander. Ja, man kann nicht gleichzeitig fleischlich und geistlich sein, das ist unmöglich. Man kann nicht gleichzeitig oben und unten sein. Man kann nicht gleichzeitig eine Heimat hier haben und eine Heimat da oben. Das ist unmöglich. Entweder oder. Und deswegen, was ist die Hoffnung für die, die hier sind? Was hat Jesus zu Johannes 3, was hat Jesus zu Nikodemus gesagt? Genau, neu geboren. Aber wisst ihr, was im Griechischen eigentlich steht? Das steht auch in eurer Anmerkung wahrscheinlich. In Johannes 3, Vers 36, Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, also Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, aber das man kann auch übersetzen, wenn jemand nicht von oben geboren wird. In Vers 3 ist das, ja? Wenn jemand von oben gezeugt wird. Und dann aus Geist, genau. Jesus sagt, du bist noch hier, du bist fleischlich, du bist unten, du bist irdisch, ja? Du musst von oben gezeugt werden. Und was er quasi damit, wir wissen ja, was Nikodemus die Botschaft bedeutet, das ist die Erlösung, ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus sagt, ihr glaubt nicht an mich, ihr werdet verloren gehen. Das ist der Punkt. Diese Ehebrecherin, die ihr verachtet, die hat ewiges Leben. Denn sie folgt mir nach und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Aber ihr, die mit mir diskutiert, ihr geht verloren. Wisst ihr das nicht? Merkt ihr das nicht? Und das ist, was er ihnen deutlich machen möchte. Und deswegen sollten wir Gläubigen was machen? Schaut mal Kolosser 3, Vers 1. Kolosser, Kapitel 3. Kolosser. Kolosser 3, Vers 1. Wir sollen was tun? Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was oben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Genau. Wir werden also nicht einfach nur von oben gezeugt, sondern ein Mensch, der oben sein Bürgerrecht hat, wo sind seine Gedanken? Oben. Und wo ist sein Schatz? Oben. Und wohin geht sein Geld? Und seine Zeit? Und seine Energie? Und seine Liebe? Sie geht nach oben. Sie geht dort, wo Jesus ist. Nicht wahr? Und das heißt natürlich, das kann durchaus auf diesem Planeten sein. Ja? Bei Mensch, also für Dinge, die Gott interessieren auf diesem Planeten. Ja? Die geistlich sind. Genau. Trachtet nach dem, was droben ist. Ganz genau. Dankeschön. Ja. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Danke. Perfekt. Sehr gut. Genau. Trachtet danach. Das soll eure Priorität sein. Ja? Was Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit. Wir brauchen Essen und Trinken, aber das soll unsere Priorität sein. Und deswegen, ein anderer Begriff dafür ist die Welt, nicht wahr? Also wenn die Bibel sagt, nicht wahr, seid nicht wie die Welt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, es ist immer dasselbe. Das sind alles nur verschiedene Synonyme für dieselbe Idee. Und worin besteht die Welt? Was sagt 1. Johannes 2? Alles, was in der Welt ist, die Augenlust, die Fleischeslust und der Hochmut des Lebens. Und das sind die Dinge, nach denen die Pharisäer gelebt haben. Hochmut des Lebens, Fleischeslust, Augenlust. Und was sagt 1. Johannes 2? Diese haben, bei denen ist nicht die Liebe des Vaters vorhanden. Die Liebe des Vaters ist
Hier oben. Und deswegen sagt Jesus, ihr kennt den Vater nicht. Das Krasse daran ist, die haben den Sabbat gehalten. Nein. Naja. Ja, also so dachten sie. Sie haben am Sabbat nicht gearbeitet. Und sie haben Zehnten gegeben. Und sie sind am Sabbat in den Gottesdienst gegangen. Und haben Predigten gehört. Und haben niemals Schweinefleisch auch noch angefasst. Und haben an alle Propheten geglaubt, an den Geist der Weissagung. Nur nicht an Johannes den Täufer. Was soll ich damit sagen? Das ist nicht unmöglich, dass auch wir das hier und das passiert. Ja. Man kann in der Gemeinde sein und trotzdem irdisch gesinnt sein. Der ist auch in Kolosser 3, wenn man dann weiterliest, 5 bis weiter, da kommt ja auch, was für Glieder, was das tötet und was, wie wir uns verhalten sollten. Ja. Die Bibel macht, das ist eine der Hauptanliegen von Paulus immer wieder, Menschen zu zeigen, wie sie dahin kommen können und das verlassen können. Der Satan ist ein Meister darin, Menschen in der Gemeinde dorthin zu bringen und zu denken, dass sie auf dem Weg der Lösung sind. Ja, das ist, wenn man sozusagen unten ist, aber ein Schild hat, das steht oben drauf. Das ist das Problem. Ja? Es reicht nicht, ein Schild zu haben, wo oben drauf steht, wir müssen oben sein. Das könnt ihr euch hoffentlich, lasst uns das merken. Jakobus 4, Vers 4. Was passiert, wenn man sich weltlich, irdisch, fleischlich unten bewegt? Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, was ist? Feindschaft gegen wen? Gegen Gott. Was sie nicht gemerkt haben. Jakobus sagt ja auch, wisst ihr das nicht? Dass in dem Moment, wo sie gegen Jesus waren, waren sie auch gegen wen? Gegen Gott, der Vater. Dabei dachten sie wirklich, dass sie für Gott sind. Man kann also, kaum etwas ist so gefährlich, als wenn man denkt, dass man für Gott ist, aber unten ist. Fleischlich, irdisch. Auch in der heutigen Zeit. Und wenn ich denke, ich bin für Gott, weil ich lese ja Ellen White und ich halte den Sabbat und ich halte den Zehnten, aber in meiner Ausdrucksweise auch gegenüber Staat, Wissenschaft und auf sozialen Medien bewege ich mich hier mit solchen Dingen, dann bin ich nicht oben, sondern unten. Und mein persönlicher Eindruck ist, es ist heute genauso schwer, das Menschen deutlich zu machen, wie zur Zeit von Jesus. Weil man sich für so adventistisch gebildet hält und die Prophetie so gut kennt und nicht versteht, dass aber die Art und Weise, wie man redet und spricht und wie man über andere urteilt, unten ist und nicht oben. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und das glaube ich, und das kann uns allen passieren. Ich will nur deutlich machen, es ist so leicht, sich auf die Pharisäer hinabzuschauen, weil wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ja? Aber wir müssen die Geschichte so lernen und sagen, was hätte ich gedacht? Wie hätte ich mich verhalten? Es kann so schleichend kommen, ja. Ohne dass man so richtig merkt, man ist da nicht von heute auf morgen, aber so peu à peu driftet man ab. Schaut mal doch mit mir in Johannes 8, Vers 24, was sagt Jesus? Johannes 8 und dort Vers 24. Johannes 8, Vers 24, Jesus sagt, wer mag das lesen? Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Genau, hier macht er nochmal, er geht auf Vers 21 zurück, nicht wahr? Und jetzt sagt er, was ist der Begründung, wann werden sie in ihren Sünden sterben? Wenn sie nicht glauben, aber jetzt ist interessant. Was, wenn sie nicht glauben? Was steht da genau? Schau mal genau hin, was steht dort? Dass ich es bin. Was heißt denn das, dass ich es bin? Das Wort es steht im Griechischen gar nicht. Da steht nur, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. Und jetzt passt mal auf. Lasst mal euren Finger hier. Schaut mal zurück in Johannes 7. Wohlgemerkt, Johannes 7, Johannes 8 sind alle innerhalb von wenigen Tagen, wenn überhaupt, also ganz, ganz eng beieinander. Ja? Johannes 7, da sagt Jesus in Vers 34, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin. Man hätte hier schon erwarten können, dass Jesus sagt, und wo ich sein werde. Aber er sagt, wo ich
bin. Aber das fällt doch nicht so richtig auf, ja, weil das kann man sich vorstellen. Wo ich bin, da werdet ihr nicht kommen. Ja? Das ist so ein erster, so ganz, ganz angedeutet, wo ich bin. Ja? Keiner kriegt es mit. Dann kommt Jesus und vergibt der Frau die Sünden. Was bedeutet das auf Deutsch? Dass er Gott ist. Ja? Im nächsten Satz sagt Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Es ist immer noch nicht versteckt, aber es ist immer noch umgeben mit diesem, das Licht der Welt. Ja? Ich bin das Licht der Welt. Jetzt sagt er, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. Es kommt immer näher, wird immer deutlicher, nicht wahr? Und immer noch begreifen sie es nicht. Ich spule ein bisschen vor, nicht wahr? Am Ende des Kapitels sagt er, ehe Abraham war, bin ich. Und dann realisieren die, er will die ganze Zeit sagen, er ist Gott. Das hat er quasi, Sie können es sehen, wie er es so Stück für Stück aufbaut. Ja? Immer so scheibchenweise. Weil wenn er gleich am Anfang das gesagt hätte, wäre ich gleich ausgeflippt, die hätten gar nicht zugehört. Ja? Er will ihnen eigentlich die ganze Zeit deutlich machen, ihr kämpft gegen Gott, denn ich bin Gott. Nur das kann er nicht einfach so sagen, kann er sagen, ich bin Gott. Ja, dann würden die alle Türen zumachen. Also versucht er das auf viele verschiedene Art und Weisen zu erklären, durch seine Handlung gegenüber der Ehebrecherin das deutlich zu machen, damit sie das Licht sehen können irgendwie. Deswegen sagt er, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. Und die Reaktion zeigt, die haben es hier noch nicht gerafft. Die haben es nicht verstanden, was er sagen will. Aber er will hier schon deutlich machen. Deswegen ergreift er wieder die Initiative. Er will ihnen deutlich machen, ich bin der Erlöser. Ich bin der, auf den ihr eigentlich gewartet habt. Ich bin der Herr. Nun, die Reaktion ist ganz eindeutig. Ach übrigens, was sagt die Bibel? Es gibt wie viele andere Namen, unter denen wir gerettet werden können? Und im Himmel? Keinen anderen. Keinen anderen. Das ist, was Jesus sagt, ja. Und deswegen redet er so über sich, weil er sich selbst erhöhen will, weil er sagen will, wenn ihr mich nicht annehmt, könnt ihr nicht gerettet werden. Ja, ist unmöglich. Vers 25. Johannes 8, Vers 25. Wer mag das lesen? Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sage. Ja, also sie merken schon, er will über sich reden. Ja? Es geht um seine Identität. Und so stellen sie eine interessante Frage, nämlich, wer bist du? Wem haben die Pharisäer schon mal diese Frage gestellt? Wer bist du? Lange zuvor. Johannes dem Täufer, da kamen sie auch. Die waren mit der Delegation. Wer bist du? Er sagt, ich bin nicht Elia, nicht Mose, nicht der Prophet, nicht der Christus. Wer bist du dann? Ja? Wer bist du? Und das ist auch die Frage. Und Ellen White sagt interessanterweise, sie haben gehofft, dass er jetzt einfach sagt, ich bin der Messias, weil dann die Leute gesagt haben, Messias? Wo ist denn deine Armee? Ja? Wieso kämpfst du nicht gegen die Römer? Was machst du hier? Was machst du im Vorhof der Frauen? Ja? Und vergibst Ehebrechern? Was machst du hier? Ja? Aber das sagt Jesus nicht. Ja? Jesus geht auf diese Falle nicht ein. Er sagt nicht, ich bin der Messias. Er sagt eigentlich sogar noch viel mehr, aber sie merken es nicht. Er sagt noch viel mehr, aber sie merken nicht, obwohl er gesagt hat, ich bin, nicht wahr? Und dann dieser Satz, der jetzt kommt, ich weiß nicht, was in eurer Übersetzung steht, der ist super schwierig im Griechischen, es gibt ganz verschiedene Übersetzungen. Dieses zuerst das, was ich euch eben sage, ja, kann man auch übersetzen mit Bezug auf den Anfang, das, was ich euch sage, oder von Anfang an das, was ich euch sage, mit anderen Worten, also was ich euch schon immer gesagt habe. Man könnte auch sagen, mit Bezug auf die Herrschaft, weil das Wort für Anfang ist auch das Wort für Herrschaft, mit Bezug auf die Herrschaft, das, was ich euch sage. Also da kann man, Ellen White nimmt die Übersetzung, das, was ich von Anfang an zu euch gesagt habe. Aber also dieser Satz, aber es ist deswegen wichtig, weil es gibt einige Übersetzungen, auch die Einheitsübersetzungen, die übersetzen den komplett anders als Frage und übersetzen dann, wieso rede ich noch mit euch? Das ist grammatisch tatsächlich sogar möglich. Aber glaube ich vom Inhalt nicht so passend. Ja, also Jesus hat nicht gesagt, ja. Er sagt, das, was ich euch gesagt habe von Anfang an, das bin ich. Ja, hört mal genau zu. Vers 26, letzter Vers für heute. Vers 26. Und das ist auch ein toller Vers. Wer mag den mal lesen? Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Genau. Und hier ist es, also das ist schon ganz gut übersetzt, aber eigentlich dieses Wort haben, wenn es mit einem Infinitiv kommt, heißt nicht mehr haben, sondern können. Und das heißt, also könnte man noch besser übersetzen. Jesus sagt, ich kann viel über euch sagen. Ich kann viel richten. Im Deutschen würden wir wahrscheinlich umformulieren, ich könnte eine ganze Menge über euch sagen. Ich könnte euch richten. Und dann kommt aber. Dieses aber macht dann eigentlich mehr Sinn, nicht wahr? Das ist so, wie Jesus sagt, nicht wahr? Ich hätte noch viel euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ja? Ich mache es jetzt nicht. Er sagt, ich könnte viel zu euch sagen. Ich könnte viel, ich weiß ja ganz genau, was da um euch vorgeht.
Aber Gott hat mich gesandt. Und wozu hat Gott ihn gesandt? Zu retten, nicht um zu richten. Er sagt, ich könnte euch richten, ich könnte euch hier auf dem, ich weiß genau, was eurem Herzen vorgeht. Ich hätte alles Mögliche euch zu sagen. Ich könnte euch genau voll zeigen, wo ihr falsch liegt. Aber dazu bin ich nicht da. Gott hat mich gesandt. Denn er hat, sagt er in Vers 15, ich richte nach dem Fleisch, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Und deswegen sagt er, welcher mich gesandt hat, der ist wahrhaftig, Gott hat ihn gesandt. Und Gott hat ihn gesandt, um zu retten. Und das ist also interessant. Jesus macht also deutlich, ich weiß so viel über euch, das hat er ja übrigens wo auch deutlich gemacht? Hat er geschrieben. Das erklärt er jetzt nochmal, das gehört noch dazu. Er sagt, ich könnte euch auf der Stelle richten, aber ich mach's nicht. Es ist interessant, weil wir oft Leute richten, ohne dass wir es können. Ja, wir haben gar nicht die Informationen, die hier sagt, ich habe alle Informationen, die ich bräuchte, um ein Urteil über euch zu fällen, aber ich mach's nicht. Wir machen das andersrum. Ja? Wir richten Leute auf Hörensagen oder auf Verdacht oder Gefühl oder so. Ja? Ich wollte noch sagen, beim letzten, bei 26, da sagt er ja, und was ich von euch, von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Mhm. Da unten. Ich rede von oben, komme ich, aber ich rede zu der Welt. Mhm. Ganz genau. Schaut mal zum Schluss noch Johannes 7 und dort Vers 28, da kommt dieses mit dem Vater, der wahrhaftig ist, nicht wahr? Johannes 7, Vers 28. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Also wenn er Jesus sagt, aber mein Vater ist wahrhaftig, dann erinnert er sie daran, ich bin gesandt worden. Immer wenn Jesus hier sagt, ich bin der mich gesandt hat, ist wahrhaftig oder der Vater ist wahrhaftig, erinnert er, ich bin ja auf einer Mission. Und diese Mission konntet ihr gerade sehen bei der Vergebung der Sünden der Ehebrecherin. Und deswegen, ich weiß genau, was in eurem Herzen vorgeht, aber ich bin jetzt hier, um zu retten und zu vergeben. Und das bedeutet, dass Jesus nur die Worte spricht, die der Vater ihm aufgegeben hat. Schaut mal in Vers 16 von Johannes 7. Johannes 7, Vers 16, Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das heißt, jedes Mal, wenn sie ihn angreifen, greifen sie wen an? Sie greifen Gott, den Vater an. Und das macht die Situation so dramatisch. Ganz am Schluss, Johannes 3, Vers 32 und 33. Und jetzt, das ist interessant, nicht? Ja? Johannes 3, Vers 32 und 33, jetzt versteht man, was Jesus die ganze Zeit sagen will, mit Gott ist wahrhaftig. Und er bezeugt, also Johannes der Täufer spricht über Jesus und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat und sein Zeugnis nimmt wer an? Niemand. Wer aber sein Zeugnis annimmt, also die meisten nehmen es nicht an, aber wer es annimmt und gehört hat und bestätigt, wer es annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Also Gott, der wahrhaftig ist, sendet Jesus und Jesus predigt die Liebe Gottes, die Vergebungsbereitschaft Gottes, die Bereitschaft, dass Gott die Sünden auf sich selbst nimmt und niemand nimmt ihn an. Fast niemand. Die ganzen Pharisäer, niemand nimmt ihn an. Aber wer ihn annimmt, die Ehebrecherin, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist, dass man Gott glauben kann, dass Gott die Wahrheit gesagt hat mit all seinen Versprechungen. Jeder Mensch, der das Evangelium annimmt, bestätigt, dass Gott die Wahrheit sagt. Wer das Evangelium ablehnt, der tut so, als ob Gott nicht die Wahrheit gesagt hat. Ja? Und deswegen sagt er, mein Vater ist wahrhaftig. Und deswegen befinden sich die Pharisäer in größter Gefahr. Und wenn wir nicht echten, lebendigen Glauben an Jesus haben und von oben gezeugt sind und nach dem trachten, was oben ist, befinden wir uns auch in höchster Gefahr. Aber wenn wir wie die Ehebrecherin uns einfach an Jesus klammern, einfach festhalten, dann haben wir das Licht des Lebens. Ist das nicht wunderbar? Und dann müssen wir nur noch ihm folgen. Und er hilft uns. Nächste Woche schauen wir dann, wie die Pharisäer darauf reagiert haben. Und ich kann euch verraten, es wird noch immer interessanter. Dieses Gespräch in Johannes 8 hat es wirklich, wirklich in sich. Ihr werdet noch sehen. Für heute wollen wir uns fest vornehmen, von oben gezeugt zu sein, oder? Und Gott dafür danken, dass er das in unserem Leben tut und wollen bei ihm bleiben. Sollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir das Evangelium haben.
das Evangelium von Johannes, dass ihr so interessante Dinge uns über Jesus zeigt. Und danke, dass wir sehen können, dass Jesus nicht in die Welt gekommen ist, um zu richten, obwohl er das hätte tun können. Er hätte genügend Fakten gehabt, um ein gerechtes Urteil zu fällen. Aber er kam, um zu retten, um uns die Möglichkeit zu geben, bevor dann das endgültige Gericht stattfinden wird, wir auf der Siegerseite sein dürfen, dass wir unsere Sünden abgeben können. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir danken dir auch, dass wir sehen können, wie taktvoll Jesus versucht hat, die Wahrheit diesen Pharisäern beizubringen. Wir möchten von ihm lernen, dass wir nicht andere Menschen verurteilen, sondern versuchen, auf allen möglichen Wegen taktvoll ihnen die Wahrheit beizubringen, um sie zu warnen vor dem ewigen Verderben, das über sie kommen wird, wenn sie nicht an Jesus glauben und an Jesus festhalten. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir geistlich denken und nicht fleischlich. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.